So, ich zeig nochmal, wo der Dungeon ist. Also es gibt zwei Dungeons, die Unknown heißen oder das Unbekannte. Den einen haben wir gerade gesehen. Das war der im Haus des Protagonisten. Und man muss wirklich mit den Federn versuchen, wirklich versuchen, da drüber zu kommen. Aber jetzt gehe ich erstmal einen anderen Weg. Und zwar muss ich wirklich hier rüber, zur Wüste. Und ich hätte einfach weiterfliegen müssen. Och komm. Ich hätte jetzt einfach weiterfliegen müssen. Die ganze Zeit. Und irgendwo da hinten ist dann nochmal eine Mauer. Und über diese Mauer kommt man als Hawkman. Und ich suche das Ding die ganze Zeit, ja. Lauf hier durch die Gegend wie ein Verrückter. Das würde ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Einfach nur aus Jux, um diesen Bonus-Dungeon zu haben und vielleicht gespielt zu haben auch für euch. Und ich glaube, dann wechsle ich auf The Book of Unwritten Tales nach einer kleinen Pause. Ich würde da nochmal ein paar Minuten drin verbringen, bevor ich dann auch ins Bettchen gehen werde, glaube ich. Heißt, wenn es wieder so wird im letzten Stream, dann wird das wahrscheinlich so 5 Uhr morgens sein oder so. Mal schauen, dass das alles auf mich zukommt. Wenigstens morgen steht dann jemand da und sagt, hätte ich es doch gesagt, seht ihr, da ist es. So, das ist der Weg. Und hier kommen jetzt, glaube ich, die... Also ich bin bei Velo, falls du Lust hast. Ja, ja. So wie gestern. Nein, alles gut. Komm! Ah, diese Animation-Locks, ne? Die nerven so. Vor allem ist es halt eben so fies, weil als Vogel macht das Wasser Schaden. So, da sind sie. Und die sollten jetzt eigentlich nicht mehr so viel aushalten. Ich mag es echt zu bezweifeln, dass man diese Viecher hier, ja, sage ich doch, in der Hoffnung, dass das Spiel nicht wieder abzieht. Ja. Da gehe ich jetzt einfach mal durch. Und dann habe ich den Schlüssel vergessen. Das kriegen wir hin. Die Sache mit dem Schlüssel, denn den Schlüssel bekommen wir hier drüben. Wir können einfach einen kaufen. Und zwar hier. Nee, hier war es nicht. Dann war es doch hier drüben bei dem. Da sind sie. So, ausverkauft. Aha! Das ist auch die letzte Möglichkeit, einen Schlüssel zu kaufen hier. Gut. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir jetzt schon wieder den ganzen Weg rüber flattern müssen. Aber ich will diesen... Ich will diesen Dungeon gemacht haben. Ich will ihn jetzt irgendwie gemacht haben, habe ich mega Bock drauf. Oh, Gumm. Es ist wieder soweit. Ich nehme wieder alles mit, was geht. Aber die Musik ist zumindest schön.
bin auch so ein bisschen am Hadern, ob ich von... Also ich möchte ja auch Final Fantasy 9 demnächst anfangen. Ob ich die PC-Version oder ob ich die PlayStation-Version nehme. Beides möglich. Aber die PlayStation... Naja, PlayStation würde dann halt eben erst nach dem Umzug funktionieren. Weil ich dafür dann halt eben erstmal, ja, die PlayStation aus dem Karton holen muss. In der Hoffnung, dass sie noch funktioniert. Letztes Mal hat sie, glaube ich, ein bisschen rumgemuckt. Vielleicht brauche ich auch einfach eine neue. Warum ich halt eben am Überlegen bin, ich finde den Sound von der Original-PlayStation-Variante einfach deutlich geiler. Das fiel mir schon bei Final Fantasy 7, also bei Final Fantasy 7 noch am meisten auf. Bei Final Fantasy 8 aber auch. So geht das. Ey, man kommt ja wirklich eigentlich mega easy durch. Eigentlich. Wenn man sich nicht einfach so kacke von allem möglichen Scheiß treffen lässt. Du findest 7 bis 9 nicht so geil. Ah. Also bei 6 gehe ich noch mit, aber 10. 10 und 12, also 10. Ah, ich verstehe den Hype dahinter, aber ich fand die Spiele einfach. Ich fand die nicht mehr so geil. Also 8 fand ich auch nicht geil, muss ich sagen. Aber. Ja, keine Ahnung. Ah, guck mal, Kiste. Kling. Was ist das? Hawkman Stone. Was macht der Hawkman Stone? Hätte ich mal ganz gerne eine Erklärung zu. Warte mal, ich hab da so eine Idee. Kann es vielleicht sein, dass ich damit irgendeine geile Fähigkeit bekomme? Oh, komm! Oh, ist das... Scheiße hier. Oh, Big Drop. Aber raus. So, das haben wir geschafft. Aber ja, ich google mal, was der Hawkman Stone macht. Oh, es gibt mehrere Unknowns. Noch viel mehr Unknowns.
This friend grabs a stone. Aber was machen die Stones? Ah, okay. Okay, okay. Das ist wirklich hart optional. Du musst alle Steine sammeln. Und es gibt wohl für jeden, für jedes Tierchen gibt es einen Stein. Und diese Steine, wenn man alle Steine gesammelt hat, dann bekommt man Zugang auf alle unsichtbare Türen. Sind dann alle aufgedeckt. Das ist der Gedanke dahinter. Es ist aber fair, finde ich, das so zu machen. Also für die, die es halt eben sehr, sehr kompliziert haben möchten. Finde ich gut. Also irgendwie finde ich es gut. So, irgendwie geht das so schneller. Zum Teil. Ich finde das so witzig. Guck, hier guckt so. Aha, ein Vogel. Bin aus dem Weg. Bin stolz und groß. Und krähe, krähe. Na gut, aber dann würde ich wirklich mal sagen: That is it. That was Wonderland, Wonder Boy 3, The Dragon's Trap. Der direkte Fortsetzer, die direkte Fortsetzung zu Wonder Boy 2, welches ja mit dem Besiegen des Drachen geht, der in Wirklichkeit kein Drache, sondern ein Mecha-Drache aus dem Weltall war. Kein Scherz, echt kein Scherz. Da wurden einfach alle Klischees der 80er in ein Spiel geworfen. Ich würde sagen, wir wechseln das Spiel. Wir verlassen dieses. Freuen uns, dass wir es geschafft haben an einem Abend. Muss man dazu sagen. Und wechseln dann zu Tales of Unwritten. Book of Unwritten Tales. Freue mich schon. Also, bis gleich.